wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist der Wochenspruch aus 2. Korinther 5 für die jetzt begonnene Woche. Vom Gericht Gottes sprechen wir heute nicht mehr so gerne. Zu oft hat die Vorstellung davon nur Angst verbreitet. Aber es wäre falsch, die Vorstellung vom Gericht deswegen auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen. Denn es wäre doch schlimm, wenn es auch am Ende der Zeiten keine Gerechtigkeit gäbe. Wenn die Opfer von Unrecht ein zweites Mal ignoriert würden, weil ihr erlittenes Leid auch am Ende der Zeiten für nichtig erklärt würde und die Täter sich ins Fäustchen lachen würden. Nein, das Wort vom Gericht sagt, dieses Leid wird nicht vergessen. Die Wahrheit kommt auf den Tisch. Die Täter werden mit ihrem Unrecht konfrontiert. Es wird sie eine Scham erfassen, die die Hölle ist. Den Opfern widerfährt Gerechtigkeit. Wer sind die Täter? Wer sind die Opfer? Wenn ich an unsere Klimasünden den nachfolgenden Generationen gegenüber denke, wenn ich an die Hungertoten heute denke, die wir hinnehmen, dann weiß ich, dass ich nicht einfach auf der Seite der Guten bin. Deswegen kann ich nur auf Christus schauen, der sogar zum Verbrecher am Kreuz gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Christus ist es, der auf dem Richterstuhl sitzt. Weil ich von seiner Liebe weiß, weil ich sie selbst erfahre, deswegen ist dieser Wochenspruch für mich kein Drohspruch. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. So schaue ich auf Christus und hoffe und vertraue auf seine Barmherzigkeit. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.